Eigentlich dachte, gute Zeiten, schlechte Zeiten, stark Krisanti Kawasi, dass am vergangenen Wochenende ein Treffen mit dem Innenarchitekten anstand, der sich um ihr neues Heim kümmert. Tatsächlich aber hatte Ehemann Tom Beck sie in eine kleine Falle gelockt. Denn als Lockvogel brachte er sie zu der Location, wo ihre Freundinnen eine Babyparty für die hochschwangere Schauspielerin organisierten, gelockt. GZSZ. Krisanti Kawasi findet, dass die Geburt nun losgehen kann. Unter anderem warteten die ehemaligen GZSZ-Kolleginnen Valentina Pade und Gamze Şenol auf Kawasi, um mit ihr die nahende Geburt ihres zweiten Kindes zu feiern. Was für ein Glück, dass sich meine Girls auch untereinander so gut verstehen, freute sich Kawasi auf Instagram. Gemeinsam bastelten die Freundinnen kleine Ketten, als Star der Veranstaltung schmückten sie die Laura-Darstellerin mit einem Blumenkranz. Außerdem trennte sie zwei Kerzen als Symbol dafür, dass die Geburt nun losgehen kann. GZSZ. Krisanti Kawasi hält Geburtstermin und Babygeschlecht geheim. Den genauen Geburtstermin behält Krisanti Kawasi, die sich bereits vor einigen Wochen in die Babypause verabschiedete, allerdings für sich, ebenso wie das Babygeschlecht. Wann ist es denn nun endlich so weit, kommentierte ihr Serien-Ehemann Felix von Jascherow, spielt John Bachmann, ein Foto, das sie mit einer großen Babykugel zeigt, kürzlich auf Instagram. GZSZ-Jubiläum wird auch für Laura ein Meilenstein. Feststeht, dass Kawasi sich riesig auf ihre zweite Mutterschaft freut und jetzt die Zeit mit ihrer Familie genießt. Deshalb wird sie sicherlich Zeit haben, am kommenden Montag, 15. April, das große GZSZ-Jubiläum rund um die 8000. Folge zu schauen. Die 8000. Folge markiert einen wichtigen Meilenstein für die Serie und auch für Laura. Verrät sie im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick, es wird einige überraschende Wendungen geben, und Katrins Intrige wird sicherlich für einige Spannung sorgen. Kommt sie damit auch wirklich vor Gericht durch? Ich kann schon so viel verraten, dass es definitiv ein Ereignis sein wird, das die Zuschauer nicht verpassen sollten.